Man denkt immer, Computer können alles, Computer können aber nicht mal eine Tasse vom Glas unterscheiden. Das können sie erst seit 3 oder 4 Jahren. Da hat man es gelernt, mit tiefen neuronalen Netzen, dem sogenannten Deep Learning, den Computer beizubringen, ein Glas von der Tasse zu unterscheiden. Nicht nur in der Bilderkennung kann man dieses Deep Learning verwenden, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Spracherkennung. Das hat eigentlich eine kleine Revolution ausgelöst, dass man jetzt diese Dinge tun kann, die früher nur ein Mensch konnte. Dadurch, dass Computer nun Dinge können, die früher nur ein Mensch konnte, einfache Dinge, gibt es eine enorme Anwendungsbreite von so Projekten. Und wir am Data Lab beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Projekten, zum Beispiel der Kollege Hans-Peter Hutter, der macht Spracherkennung auf Rätoromanisch. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, wo es darum ging, aus den Geräuschen, den Betriebsgeräuschen einer Maschine zu hören, ob die noch funktioniert oder ob die kaputt geht. Anderes Projekt ist zum Beispiel, hat Herr Elvis Morina in seiner Bachelorarbeit sogar sich damit beschäftigt, Bilder von der Netzhaut des Auges zu klassifizieren, ob die eine gewisse Augenschädigung haben. Momentan beschäftigt er sich damit, zum Beispiel histopathologische Schnitte, die Schnitte von Gewebe, Fotos zu klassifizieren, welche Art von Krebs die haben oder ob die überhaupt Krebs haben. Ich selbst kann es nicht machen. Der Pathologe, mit dem wir zusammenarbeiten im Unispital Zürich, hat es mir schon 10-mal erklärt. Ich verstehe es nicht. Aber der Computer schafft es so ungefähr so gut wie ein Medizinstudent. Weiterer Bereich, den wir machen zusammen mit einer Firma in der Pharmaindustrie, ist, da fallen sehr, sehr viele Zellen an, Fotos von Zellen, die muss man irgendwie einordnen, sagen, das ist die Zelle, die ist in dem und dem Zustand. Und es sind 10 Millionen Zellen oder noch mehr Zellen. Das kann man natürlich nicht mehr von Hand machen. Und diese Verfahren befähigen uns letztendlich, es einfach schnell zu machen und billig zu machen. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Computer können nun Dinge tun, die früher ein Mensch konnte. Es sind einfache Dinge, wie Bilder zu erkennen, eine Tasse vom Glas zu erkennen. Das wird einige Einflüsse haben auf die Arbeitswelt. Also vielleicht Lokomotivführer oder Lastwagenfahrer sind Berufe, die ich vielleicht nicht mehr lernen würde heutzutage. Andere Berufe, die werden Hilfe bekommen von diesen Technologien, wie zum Beispiel Anwälte oder Ärzte, die werden Diagnosevorschläge bekommen. Ein großer Bereich wird aber gar nicht beeinflusst werden, oder wie zum Beispiel Pflege wird wahrscheinlich nicht beeinflusst werden. Oder wenn Sie abends in die Kneipe gehen, wollen Sie auch ein Bier haben von Mensch zu Mensch und nicht von Mensch zu Maschine.